Jetzt müssen wir mal schauen. Kriegen wir jetzt eine Anzeige wegen dem Karren? Ich habe doch eigentlich einen Karren bestellt. Achso, halt, das war ja im Gasthof. Moment. Jetzt macht mittlerweile auch die Früchtefarm Sperenzlin. Das ist doch blöd. Ja, das ist. Ich hätte ja, wie gesagt, ich hätte ja gerne einen zweiten Händler. So. Ah, jetzt, hier unten, da. Ich muss ja mit den Einheitenoptionen spielen. So, Karren organisieren. Karren hinzufügen. Ein Händler benötigt mindestens einen Karren hinzufügen. So, einer ist ja zur Verfügung, ne? So, genau, passt. So. Dann nehmen wir jetzt in unsere Stadt, dann nehmen wir, was nehmen wir mit? Wir nehmen vielleicht die Früchte mit. Erstmal, zumindest mal bis sich der Fasspreis erhöht. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich wollte nicht zu früh drücken. Oh, okay, Fasspreis steigt. Für sind wir noch bei 40 hier. Dann haben wir noch 40 Fass Platz. Nehmen wir mal Ziel mit, meinetwegen, ne? Sind wir bei einem Fasspreis von 27. Okay, hier steigt es noch nicht. Das heißt, das kann man mitnehmen. Und ab geht's nach Budapest. Ne? Nee, Moment. Das war ja, glaube ich, hier mit. Auf jeden Fall. Exquisit. Auf jeden Fall. Beziehungsweise, wir können mal gucken. 27 für Dings. Nee, dann gehen wir mal hier drüben Sehr hin. wohl. Und machen zuerst das. Moment. Ich habe gleich meinen Speer parat. Aufsetzen. So, Speer. Genau, 49, das ist natürlich hier schon wesentlich mehr, und dann gehen wir rüber. Da haben wir hier 71, geben sie pro Fass Früchte. Liegt in der Nähe. Jetzt muss ich mal eben gucken, hier waren es glaube ich irgendwas mit 80 oder 90. 63, dann kann ich hier alles oben verkaufen. 40, das ist Fast da. ja. Moment, 40, 51, 76, dann verkaufe ich alles hier. Das ist ja wohl jetzt nicht Kein Ding. euer Ernst. 72 für Früchte. Echt jetzt? Moment. 72 für Früchte? Fast da. Ich glaube, ich stehe echt mit der Wirtschaft auf Kriegsfuß. 83. Ne, wir verkaufen alles in Budapest. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Bedenken mehr. So. So gut wie Sackköpf, hier lassen angekommen. wir unseren Speer positioniert. Split können wir mal ein bisschen ignorieren fürs Erste. So, unser Händler ist fast da. Dialoghandel, dann wollen wir mal kurz eben gucken, unseren Händler. Warte mal ganz kurz. Bis 45. Oder ich komme gleich runter. Ich mache später weiter. So, Handel. So, wir haben unseren Händler. 68. Das war doch gerade eben nur bei 72 oder sowas. Okay, ja gut. Preisschwankungen, die gibt es am Markt. Aber ich bleibe jetzt trotzdem hier und verkaufe meine Früchte. Zumindest mal. Bis sich der Fasspreis verändert. Und da sieht man schon, er geht runter auf 60. Ach, das ist hässlich. Die haben halt auch schon einiges im Haus. Deswegen wundert mich die Geschichte halt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Würde ich Mit sagen, ziehen wir Vergnügen. weiter mit unserem Händler. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir hier tatsächlich verweilen. Das bringt halt überhaupt nichts. So, Handel 62, 27. Die haben zu viel. Die haben viel zu viel. Das ist ja pervers. Theoretisch könnten wir hier trotzdem unsere Früchte verkaufen. Ich will mal eben kurz die Runde Exquisit. gehen nach Split. Mal gucken, was Split macht. Weil Split ist halt auch relativ abgeschieden. 60, 68. Das ist gut. Für die Ziegel, das nehme ich auf jeden Fall. Für die Früchte. Na, ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich das machen würde.
Wir haben sie für 40 eingekauft. Dann können wir ja mal gucken, was haben sie denn und wie schnell geht der Preis pro Fass runter. Der wird schnell runtergehen. Ja? Nö, doch nicht. Haben wir damit so mit 500? Hätten wir da so eine Grenze dann eventuell erreicht? So, ja, verkaufen wir sie hier, ne? Hätte ich gesagt. 160. Und da müssen wir trotzdem, wir brauchen die Metalle. So, wir brauchen auf jeden Fall die Metalle, das dürfte mittlerweile feststehen. So, zack, Freude. Zurück. Wir müssen mehr Geld scheffeln, wir müssen definitiv mehr Geld scheffeln. Nur so bringen wir es zu Wohlstand. An der Stelle mache ich jetzt einfach mal eine kleine Pause. Bevor ich das aber tue, würde ich tatsächlich noch den Metallbetrieb ein bisschen anfeuern. So, das bedeutet ein weiteres Bergwerk. Das ist eine Geschichte. Lassen wir das mal ausbauen und spulen die Zeit vor. Denn derzeit können wir auch einfach mal warten, bis der Händler da ist. Wundert euch bitte nicht. Jetzt für den Anfang haben wir hier noch keine großen Themen. Ansonsten überlege ich mir, habe ich mir auch ernsthaft schon überlegt, eine freie Map zu machen. Eventuell mit euch im Multiplayer. Wer weiß das schon. So wie ihr euch bei mir meldet, können wir da gerne was engagieren. Ansonsten ist der Händler jetzt da und tatsächlich nehme ich hier mal mein Fass Metall mit und guck einfach mal, wir sind ja gestartet bei einem Fasspreis von 53. So, halt. 53 hier, so bei 55 Fässern. Dann haben wir hier für die Ziegel einen Fasspreis von 27. Den nehme ich natürlich auch mit. Bei 45, mehr kann er eh nicht mitnehmen, das ist richtig. Bei so viel Fass, bei so viel Ziegeln könnte man das eigentlich theoretisch sogar einfach mal mitnehmen. Und dann schicken wir ihn rüber. Na, Split, hätte ich gesagt. Schon unterwegs. Wir müssten halt ernsthaft überlegen, eine Straße hier anzubauen. Ich nehme mal eben meinen Speer und schicke ihn hier hin, damit du mal die Gegend hier ein bisschen erforscht. Das Gebirge, da müssen wir mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Ja, hier eine Straße durchbauen, das sieht doch gut aus. Das sieht doch perfekt aus. Da brauchen wir vielleicht einfach mal unseren Bautrupp. Und dann sagen wir, Straße bauen, Straße festlegen. Von Sofia nach Split. Und dann haben wir hier schon wieder, was haben wir denn hier? Da haben wir einen Karren. An den muss ich doch auch irgendwie rankommen. Was würde das kosten? Das würde scheinbar gerade mal 62,8 Holz kosten. Keine Silberlinge. Oder was? Oder wer? Moment, ich bestätige das jetzt einfach mal. Ein schöner Weg. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, dann läuft unser Händler da oben entlang. Das ist mir dann auch erstmal wurscht. Soll er erstmal machen. Haben wir aber auf jeden Fall für die Zukunft eine Straße nach Split direkt von Sophia. Das ist wirklich, ja, das ist brauchbar. Dürfte dann auf jeden Fall die Reise schneller gehen. Wenn wir jetzt noch irgendwie so ein Zwischending, aber dann müsste man, das müsste halt dann richtig übers Gebirge gehen. von daher, oder du baust halt, oder wir bauen halt hier drüben beispielsweise so mitten in der Straße und dann rüber nach Zagreb. Also so eine Art Wirtschaftsdreieck. Wortwitz. Oder so. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Pferde, Wildpferde. Hier drüben Wildschafe, so wie es aussieht, die hier einfach mal so rumtollen. Boah, geil. Das wäre, also hier wäre definitiv die richtige Stelle, um mit Fleisch zu arbeiten. Und so gesehen, eigentlich kannst du fast schon auch sagen, mit Holz. Wenn wir hier so ein bisschen hier in die Richtung hier gehen. So, hier. Dann haben wir eigentlich auch genug Holz und Tiere. So, ich brauche mehr Betriebe, habe ich gesehen. Ich habe aber auch gesagt, ich will eine Runde Pause machen. Na gut, wisst ihr was? Dann machen wir eine Runde Pause. Wir sehen uns später wieder. Und bin dann erstmal weg. Ne? Tschüss.
Ja, da sind wir wieder zurück und damit ein herzliches Willkommen von mir. Ich werde jetzt erstmal, ich habe mir ein bisschen die Kampagne weiter angeguckt. Ich stehe ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, Wirtschaftssimulation. So, wo ist denn eigentlich mein Händler? Der ist hier oben, ne? Den schicke ich erstmal nach Budapest. Ich glaube, die Waren sind dort erstmal besser aufgehoben. Da haben wir, was haben wir dabei? Wir haben Ziel und wir haben Metalle mit dabei. So, die Metalle, die gehen natürlich auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal gucken, kriegen wir die alle los zu dem veranschlagten Preis? Nee, nur 40. Na gut, immerhin. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch die Ziegel. Das Problem ist bloß, die gehen relativ zügig runter. Ich will die jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht großartig unter Preis verkaufen. Wir haben die jetzt zwar für 27 war es, glaube ich, ne? Für 27 Silberlinge haben wir die zwar nur eingekauft, aber ich meine, man will ja schließlich auch Gewinn machen. So, mein Spähherr, den schicke ich jetzt mal. Ich will mal was probieren, und zwar, wir haben ja hier Sachen, wir haben beispielsweise einen Warenhaufen. So gut wie angekommen. Ich möchte jetzt einfach mal wissen, was wir da genau eigentlich anstellen können. Siehst du? Und hier oben haben wir ja auch schon was. Es ist ja nicht nur da hinten. Es ist ja auch hier oben. Da haben wir beispielsweise Dolmen. Da würde ich gerne mal wissen. Moment, ich mache eben mal die Geschwindigkeit um die Hälfte. Liegt in der Nähe. Und dann speichern wir einfach mal. Also Sicherheit, ich weiß ja nicht, was jetzt passieren wird. So, Spiel speichert. Kein Ding. Und jetzt will ich mal gucken, was ist denn das da überhaupt? Das sieht aus wie irgendwie ein Bergwerk, irgendwas, oder wie? Kurz bevor in der Truppe wir das Ziel erreicht, stürmen Banditen auf sie zu und rufen, wir waren zuerst da! Ja, das ist eure Meinung, das ist mir auch wurscht. Oh Gott, verteidigt euch! So, ich hoffe, wir schaffen das. Wie sieht das aus? Die Banditen fallen. Ich habe aber auch schon 3 Einheiten mittlerweile verloren. Ich kann leider Gottes nicht näher ranzoomen. Boah, ich bin gespannt. Kommt, haltet durch. Das schafft ihr, das schafft ihr, das schafft ihr. Macht sie nieder. Kommt schon. Gibt alles. Warte mal ganz kurz. Das ist was? Ach, das ist Flüchten. Okay. Nee, aber flüchten will ich ja nicht. Komm schon. Den letzten packt ihr auch? Oder muss ich laden? Na. Okay, sie haben es geschafft. Yippie! So gut wie angekommen. Am Dolmen angekommen, untersucht deine Einheit die Umgebung. Plötzlich stößt einer deiner Leute auf eine Kiste. Hastig öffnet er sie und findet einen Goldschatz. Okay, geil. 10.000 Silberlinge gefunden. Also ich nenne das jetzt einfach mal Silberlinge. Ich habe immer noch keinen Anhaltspunkt für einen anderen Namen. Gut, zurück zu Fast Sophia. Da. Wir müssen unser Regiment auffrischen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. So, wo ist denn mein Händler? Mein Händler, der ist hier. Der ist in Zagreb, ne? Dann machen wir mal Handel. Händler auswählen. Und dann hätten wir hier unsere Ziegel und unser... ja, unser Metall. Aber ganz ehrlich, 80 ist auch noch okay. Nehme ich meinetwegen auch. Und dann hätten wir hier die Ziegel für 40. Das wird aber schnell runtergehen, oder? Ja, nicht ganz so schnell, wie ich schon befürchtet habe. 65 Fass werden wir los für 40 Silberlinge. Jetzt pass auf. Gekauft hatten wir sie hier, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, für 27, ne? Ja. Also so ein bisschen mehr. Ist nicht so viel mehr, aber wir werden es unten in Split, werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. So. Bevor jetzt der Preis sich verändert, genau hier, bei 65 Fass. So, dann gehen wir runter nach Split und verkaufen möglichst den Rest. Exquisit! Und dann würde ich sagen, weitere Metalllieferungen in Richtung Constanta wäre mein Vorschlag gewesen. Und hier jetzt erstmal, Truppe verfügt über maximale Anzahl an Soldaten. Nee, das glaube ich nicht. Einheit auflösen. So, ja, aber die verfügt nicht über die maximale Anzahl an Soldaten. Das sind 3 von 10, ne? Achso, halt, Moment, jetzt. So. Wird das jetzt irgendwie, angezeigt oder so? Warte mal, ich mach mal eben. Keine Ahnung.
Noch tut sich da nichts. Gasthof öffnen, Händler. Können wir jetzt vielleicht noch einen weiteren Händler engagieren? Wäre schon nicht schlecht, ne? So, Händler. Nee, kann ich natürlich nicht. Was brauche ich denn? Ich brauche weitere Betriebe. Etwas Bestimmtes?